So, jetzt geht das los. Genau, was ich angekündigt habe. Ich nehme mal gleich eine neue Seite. Moment, hier gibt es schon die erste Frage. Gut, fangen wir einstweilen mal mit Folgendem an. Und zwar mit dem Ausmultiplizieren. Das sei unser Anfang. Aus multiplizieren. Folgendes Beispiel. Ich schreibe mal erst ein Zahlenbeispiel hin und dann wissen wir auch, warum das nötig ist. 3 plus 9 und das Ganze mal 4. Was ergibt das? Wenn ich das zusammenrechne, sage ich 3 plus 9, naja, das ist 12 und dann mal 4. Na, wir wissen ja erst die Klammer. Wir sind ja hier gerade nicht beim Gleichung lösen. 12 mal 4 ist 48. Probieren wir mal eine andere Variante. Wir probieren mal aus und diesen blauen Bogen, den ich jetzt ranmache, den kann man wirklich durchaus schnell mit dem Füller rückwärts geschrieben, dann macht er ganz dünne Linien. Den kann man ruhig ranmachen, damit man nicht durcheinander kommt. Hier ist es noch leicht. Das ist auch 3 mal 4 plus, und jetzt mache ich mal einen anderen Bogen, einen grünen Bogen, 9 mal 4. Ob das stimmt, das müssen wir jetzt überprüfen. 3 mal 4 ist 12 und 9 mal 4 ist 36. Gut, das ergibt genauso 48. Also funktioniert das. Der Nutzen, der dahinter steckt, dieses Ausmultiplizieren, der wird euch gleich klar werden. Machen wir mal dazu schnell ein paar Übungen. Ich mache kurz Pause, schreibe ein paar Ausmultiplizierungsbeispiele hin und ihr macht das mal ganz schnell. Und zwar so wie hier oben gezeigt, nicht erst in der Klammer zusammenrechnen. Manchmal geht es auch nicht, ich werde auch x und y und a und b und irgendwelche anderen Variablen dazu nehmen. Dann darf man es sowieso nicht anders machen. So, hier sind die Aufgaben. Also, wie es hier steht, muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Jetzt zu Hause Pause drücken. Wir melden uns dann mit den richtigen Ergebnissen wieder. Hier sind ein, zwei die Ergebnisse. Ich habe sie extra noch nicht zusammengefasst. 5 mal 2 ist 10, das weiß ich auch. Und 7 mal 2 ist 14, das ergibt dann 24. Später. Hier stehen die Ergebnisse. Achtung, hier ist eine Klippe. Hier geht Punktrechnung vor Strichrechnung. Das heißt, ich muss die 6 erstmal außen vor lassen. Hier ist sie. Und ich muss mich erst mit 7 mal x und 7 mal 5 beschäftigen. Genauso hier im zweiten Beispiel. Punktrechnung vor Strichrechnung. Das gilt. Wenn wir jetzt das zusammenfassen, okay, machen wir das mal. Ich schreibe mal das Zusammengefasste dahinter. 5 mal 2, das ergibt jetzt hier also 5 mal 2 ist 10 plus 7 mal 2 ist 14. Das kann man zusammenfassen. 10 und 14 ist zusammen 24. Das geht. Fassen wir das mal zusammen. Übrigens bitte hier nicht hintereinander weg, ist gleich, ist gleich, ist gleich, obwohl es in manchen Büchern noch gemacht wird. Ich habe noch nie eine Balkenwaage gesehen, was einer Gleichung entspricht, die mehrere Balken hintereinander geschaltet hat und dann noch, naja. 7 mal x heißt 7 mal eine Unbekannte. Das muss ich so stehen lassen als 7x. Und 7 mal 5 kann ich wieder zusammenfassen zu 35. Das geht. Aber ich kann jetzt nicht weiter zusammenfassen und kann sagen, ja, 7x, ich kenne ja x. Ich kenne x eben nicht, sonst würde ich nicht x schreiben. Gucken wir uns das nächste an. Da fassen wir zusammen 7x haben wir da stehen. Und 6 und 7 mal 5, das können wir zusammenfassen. Also, ich schreibe das mal der Reihe nach auf. Man schreibt im Allgemeinen vorne die Ausdrücke, die noch eine Variable haben, und nimmt dann 7 mal 5 ist 35 plus 6 ist 41. Das wäre das zusammengefasste Ergebnis davon. Weiter geht's nicht, ne? Weil x ist, wie gesagt, unbekannt. Jetzt gucken wir uns das mal an und fassen das zusammen. X minus 2x ist minus 1x, also minus x. Plus 6. Peng. Gibt es bis dahin Fragen? Ich habe gerade selber gesehen, aufgrund einer Nachfrage, minus 2 mal x und minus 2 mal plus 3 ist minus 6. Hier, Achtung. Hier. Minus. Das war mein Fehler hier. Also minus 6. Das muss da stehen. So, das ist jetzt aber lediglich das zusammengefasste Ergebnis. Und das hilft uns nicht viel weiter, wenn wir sagen, weil wir sehen ja noch nicht den Bezug dazu, hier zu den Tricksereien. Aber wir müssen uns erstmal an die Schreibweise gewöhnen, dass man also beim Ausmultiplizieren, nochmal zum Zusammenhang, Ausmultiplizieren, wir hatten es hier oben mal probiert, 3 plus 9 ist 12 und das Ganze dann im Einzelnen so hingeschrieben, ist eine andere Schreibweise als das. Die Vorteile kommen später. Ich kann natürlich sagen, 3 plus 9 ist 12, das kann ich hinschreiben. Aber was mache ich bei Xen? Dann bin ich angeschmiert.
Und dann muss ich es halt so hinschreiben. Das war im Moment erstmal Sinn und Zweck der Übung. Machen wir noch ein paar Übungsbeispiele. Ich mache mal kurz Pause. Hier sind die Übungsbeispiele. Zu Hause Pause-Taste drücken, rechnen. Wir melden uns dann wieder. Im Moment noch nicht zusammenfassen, nur erstmal so wie hier, wie das Schwarze. Noch nicht das Blaue, noch nicht ganz zusammenfassen. Das machen wir dann. So hinschreiben. Und danach fassen wir wieder zusammen. Ja, wir haben es gerade schon verglichen. Hier gab es schon innerliches Hurra-Geschrei. Lasst uns mal nebenbei noch eine Konvention, eine Vereinbarung treffen. Hier ist es klar, 3 mal x plus 3 mal y. Lasst uns grundsätzlich die Zahlen, die vor den Variablen stehen, immer davor schreiben. Ich könnte auch x mal 3 schreiben. Aber 3x gehört zum Sprachgebrauch, so wie 3 Äpfel. Wir sagen auch nicht Äpfel 3. Ne? Oder Äpfel mal 3 oder so weiter. Und grundsätzlich die Variablen, egal welche Faktoren sie davor haben, dem Alphabet nachordnen. Also erst kommt A, B, C und so weiter, zum Schluss X, Y und dann Z. Übrigens, Ä, Ö, Ü nimmt man nicht als Variablen in der Mathematik, weil dann noch mehr Punkte zu malen wären. Wir haben genug, wir haben 26 Buchstaben, ohne mit solchen Punkten auszukommen. Hier ist auch noch klar, 4A minus 4B. Und jetzt, Achtung, 5X minus 30. Noch eine Konvention, zuerst die Variablen mit Faktoren und danach die Puren. Wir würden sagen, das absolute Glied sozusagen bei einer Funktion. Auch hier a Quadrat, a mal a Quadrat plus ab. Ab wieder, ne? Erst das a, dann das b. Immer grundsätzlich so ordnen, dann hat man nämlich später mehr Übersicht. Noch was, sollte sich hier ein Exponent, dieses Quadrat, ne? Zeichen. Sollte sich ein Exponent ergeben, dann werden die mit dem höchsten Exponenten auch immer vorne hingeschrieben. Aber das ist eine Gewöhnungsfrage. Das heißt, hier in diesem Fall müsste ich das nämlich umschreiben und sagen, okay, ich schreibe minus x Quadrat und dann erst plus ax. Aber eine Gefahr hat das, dass das führende Minus mal ganz Gesundheit ganz schnell verschluckt werden kann. Heißt in diesem Fall, wir können es uns aussuchen. Das führende Minus ist immer ein bisschen beim Schreiben gefährlich. Aber das sollte man auf jeden Fall dann ordnen und sagen, das sind 2, aber hier, ne, das Minus muss davor, minus 2y² plus 7y. Bei führenden Minuszeichen bin ich nicht böse, wenn jemand das lieber so schreibt. Aber trotzdem, für später ist es nützlich, immer diese Ordnungsreihenfolge einzuhalten. Kann man hier zusammen... Moment, hier gibt es eine Frage. So, heißt also, diese Ordnungsreihenfolge, ich bin eher dafür. Also ich plädiere für diese Sache, wie gesagt, weil führende Minusse, hier, die gehen ganz schnell flöten, dann lieber so schreiben, damit man nicht durcheinander kommt. Man kann es auch ganz ungeordnet stehen lassen. Bloß dann hat man es später schwieriger. Und, naja, gut. Wir versuchen das immer so übersichtlich wie möglich zu machen, aber auch nur so wie nötig, damit, wie gesagt, führende Minuszeichen nicht beim späteren Schreibprozess verloren gehen. Gut, das bis dahin erstmal. Ich empfehle zu Hause, das Ganze nochmal zu machen, ganz einfach nochmal, oder sich selber Terme hinzuschreiben, die man dann ausmultipliziert. Wir kommen mal zu einer etwas verrückteren Stufe, nämlich indem ich zwei Klammerausdrücke hinschreibe und mal sehen, was passiert dann. Erst kurz die Erklärung. Zurücklehnen und genießen. Beispiel, es steht da, ich mache es erst mit Zahlen. Nehmen wir wieder 3 plus 4 in Klammern mal in Klammern 5 plus 6. Dann muss ja rauskommen, 3 plus 4 ist 7 mal 5 plus 6 ist 11. Hier muss 77 rauskommen. Oder habe ich mich verrechnet? Bis dahin, gut, freut mich. Jetzt machen wir mal die andere Sache. Ich mache das jetzt mal nicht mit Farbe, sondern ich mache mal bloß den Strich ran. Damit ich nicht durcheinander komme, mache ich kurz einen Strich ran. Ich nehme zuerst 3 mal 5, ist 15. Naja, ich schreibe es erstmal als 3 mal 5 hin, damit es jeder sieht. 3 mal 5. Jetzt nehme ich 3 mal 6. Da hier nichts steht, ist es eine positive 3 und hier auf jeden Fall eine positive 6. 3 mal 6 ist 18. 4 mal 5. Ach, ich wollte ja 3 mal 6 schreiben, pardon. 3 mal 6, jetzt kommt 4 mal 5 und jetzt kommt noch 4 mal 6. Alles positiv in diesem Fall. Kontrollieren wir mal. Das ergibt 15, das ergibt 18, das ergibt 20 und das ergibt 24. Alle durch ein Plus verbunden.
Jetzt gucken wir mal 24, 44, 52, 62, 67, 77 passt genauso. Also das wäre das Gleiche. Ja, da eine Frage. Genau die Bemerkung, das ist furchtbar umständlich, was ich hier rechts, also was ich praktisch so extra nochmal gemacht habe. Ich wollte nur zeigen, es stimmt. Im Allgemeinen rechnen wir aber mit x, y und ähnlichen bösen Variablen. Und da kann man dann auf solche Verfahren mitunter nicht verzichten. Das Ganze, macht ihr das jetzt schon mal als Übung? Ich schreibe mal hin, x plus 3 in Klammern mal x, plus 4 in Klammern. Schreibübung, so wie hier oben bitte. Also dürfte nichts Besonderes sein. Und immer schön die Bögen ranmachen, auch später noch. Es ist keine Schande. X² plus 4x plus 3x plus 12. Jetzt fassen wir das noch zusammen. Ich mache es mal gleich in blau. Das ergibt, x² bleibt x². Das darf man nicht mit den einfachen x zusammenmischen. Plus 4x und 3x ist 7x plus 12. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Also weiter zusammenfassbar ist es nicht. Warum nicht? X², kann ich am Zahlenbeispiel erklären, habe ich jetzt aber, möchte ich jetzt einfach nicht, nehmt es einfach mal wieder so hin. Wir haben früher schon Dinge zusammengefasst, einfach so hinnehmen. Fragen? Gut, weiter, nächste Übung, ich mache mal Pause, schreibe mal noch ein paar Übungen auf und ihr geht dann mal bis zur Zusammenfassung. So, hier die Beispiele, hier runter stehen sie. Jetzt Pause-Taste zu Hause drücken und selber rechnen und zusammenfassen. Gleich, also das Blaue, das ist das zusammengefasste Ergebnis. So weit zusammenfassen wie möglich und dann sehen wir uns wieder. Hier steht die Auflösung zusammengefasst. Ergibt das diese Ergebnisse hier. Ich weiß nicht, ob jemand bei den letzten beiden schon das aufgefallen ist. Eins ist klar, das hier hebt sich auf. Deswegen steht hier nichts mehr dazwischen. A² minus B² ist übrig. Das hier. Okay. Und fertig. Aber hier ging es nicht. Hier hebt sich nichts auf. Wo ist der große Unterschied? Gut, jetzt nehmen wir noch ein Beispiel für das Ausmultiplizieren. Ein scheinbar ganz böses Ding. Zum Beispiel 3x plus 4x, nee, plus 4y plus 5 und das Ganze mal x minus y. Dann bleibt einem nichts weiter übrig, als zu sagen, naja, entweder ich fange von vorne an und gehe einzeln durch oder ich mache das von hinten, aber macht euch die Bögen dran, dann heißt das auch nichts anderes, als alles einzeln, jedes einzelne Glied mit jedem anderen Glied der anderen Klammer zu multiplizieren. Also ich zeige es mal ganz kurz, ich fange am liebsten vorne an. 3 mal x mal x ist 3x². Jetzt gleich zum zweiten. Dann habe ich 3 mal x mal minus y ist minus 3xy. Jetzt mache ich das mit dem nächsten. Jetzt habe ich 4y mal x. Also schreibe ich, da alles positiv ist, plus 4xy. Jetzt mit dem y multiplizieren. Achtung, Minus mal Plus ist Minus. Erstmal klären das und dann gucken. 4y². Und das geht immer so weiter. Das kann man auch mit größeren Klammern machen. Und jetzt kommt ein Problem. Jetzt rächt sich das, dass ich nicht von hinten angefangen habe. Denn wie soll ich denn jetzt den Bogen noch ranmachen? Aber zum Glück ist das letzte Element. Positiv, positiv. Also bleibt es plus 5x. Und dann negativ, ne? Plus mal Minus. Jetzt kommt die 5 und das Minus, also minus 5y. Und wenn ich das zusammenfasse, ergibt das auch einen Term. Aber die Regeln bleiben die gleichen. Machen wir jetzt nicht, Gesundheit, machen wir jetzt nicht, lohnt sich jetzt im Moment auch nicht. Ich mache das Video an der Stelle mal dicht, wir kommen nochmal ganz schnell zum anderen Prinzip. Und zwar zu dem rückwärtsgewandten, wir wollen mal ausklammern. Das wird also unser nächstes Thema sein, das heißt, ich werde hier dann wieder einen Verweis im Video haben. Es geht mit Ausklammern weiter.